Guten Abend. Guten Abend. Dankeschön. Dankeschön, meine Damen und Herren, hier im Studio für diesen tollen Applaus. Dankeschön bei Ihnen zu Hause, dass Sie eingeschaltet sind. Und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Alphonse und Gäste. Ich bin froh, dass wir uns endlich wieder treffen, denn es ist einige Dinge passiert seit der letzten Sendung. Zum Beispiel Paris Hilton ist mit Kokain erwischt worden. Und ich habe gleich den Anlass genutzt, ich will ein bisschen mit dieser Sendung mich internationalisieren. Und deshalb habe ich gedacht, okay, dann mache ich ein Interview mit Paris Hilton. Ich habe den Pressesprecher gefragt, aber er sagte, no, Miss Hilton gibt keine Interviews zur Kokain-Geschichte. Sie hat die Nase voll. Sie hat den Richter gesagt, ich wusste nicht, dass es Kokain ist. Ich dachte, das sind Kaugummis. Sie hat einen Vorteil. Sie ist die einzige Frau in der Welt, wo man eventuell tatsächlich glauben könnte, vielleicht ist sie tatsächlich so doof. Paris Hilton. Ja, sonst diese Klimaanlage in der IC, das war interessant. Aber glücklicherweise verspricht die Bahn jetzt Wiedergutmachung. Im Winter fällt dafür die Heizung aus. Und dann habe ich eine Studie gelesen, eine Studie, die besagt, dass die Kinder in den USA zu dick sind. Sind zu dick. In Zukunft heißt das in amerikanischen Kindergärten, streitet euch nicht, jeder ist mal die Hüpfburg. Und eine andere Studie habe ich auch gelesen und die ist hart für die französischen Männer. Drin steht, 3/4 der französischen Männer haben keinen guten Sex. Und noch heftiger für die französischen Männer. 4/4 der französischen Männer haben eine schlechte Nationalmannschaft. Ich muss durch. Ich muss durch, aber ich habe Verstärkung. Wissen Sie, in dieser Sendung Alphonse und Gäste, es gibt Alphonse, aber es gibt auch Gäste. Mein erster Gast, ich bin sehr froh, dass er da ist. Das ist ein Kabarettist der besonderen Klasse. Er ist in München geboren. Er wollte sogar Rechtsanwalt werden. Er hat studiert bis zu Ende Rechtsanwalt, aber Gott sei Dank ist er Kabarettist geworden. Monsieur Max Uthoff. Vielen Dank. Oh, schön. Entschuldigung, das ist ein bisschen unhöflich, aber ich habe mir das Rauchen abgewöhnt. Das Problem ist, ich war relativ starker Raucher. Ja. Obwohl ich überlege, jetzt wieder damit anzufangen. Schauen Sie, ich komme aus Bayern und da will man im Moment eigentlich nicht zur Gruppe der Nichtraucher gehören. Aber es ist wahrscheinlich eh Rauchverbot hier, gell? Klar. Rauchverbot ist eh überall. Sogar in Frankreich. Unglaublich, oder? Früher hatte in Frankreich jeder Kindergarten eine Nichtraucherecke. Aber heute nehmen sich sogar die Hafenarbeiter in Marseille ihre Gauloises aus dem Mundwinkel, wenn sie sich im Bistro ein Stück Entrecôte reinschieben. Liberté, Egalité, Krebsvorsorge. Dieser. Dieser Verfolgungswahn bei den Nichtrauchern ist doch ein bisschen seltsam, oder? Ich glaube ja, die sind neidisch. Also, jetzt nicht aufs Rauchen, weil Zigaretten sind ja per se Unsinn. Kurzfristig kein Genuss, langfristig der Tod, ist ja keine Perspektive. Der Punkt ist, Raucher wissen in der Regel, woran sie sterben. Da bekommt das Ableben eine Begründung, eine Ursache, die dem Nichtraucher ja fehlt. Der stirbt ja einfach so. Und eine Watschen zu kriegen, ohne zu wissen, warum. Das war doch schon als Kind das Schlimmste, oder? Außerdem schafft dieser Verfolgungswahn auch seinen Unfrieden. Ein Freund von mir ist neulich auf offener Straße von zwei militanten Nichtrauchern angemotzt worden. Ist er sofort nach Hause gegangen, hat sein Testament geändert. Er hat verfügt, er möchte jetzt verbrannt werden und seine Asche soll in einem Nichtraucherrestaurant verstreut werden. Das ist doch auch keine Lösung, ne?
Hitler und Mussolini waren ja Nichtraucher. Gut, die beiden waren aber auch zu klein, um an den Zigarettenautomaten zu kommen. Das Problem beim Rauchen ist ein blöder Grund, vor seinen Schöpfer zu treten, oder? Rauchen, wahnsinnig. Denken Sie sich das auch manchmal, wie man am liebsten von dieser Welt gehen würde? Viele Menschen würden ja am liebsten im Bett sterben. Gut, die meisten Männer nicht im eigenen, aber ich denke eher häufiger daran, wie ich auf gar keinen Fall gehen möchte. Schauen Sie, meine absolute Horrorvision ist, rotzbesoffen bei einem Konzert der Zillertaler Schürzenjäger auf eine offene Stromleitung zu urinieren. Wenn ich mit der Geschichte vor meinen Schöpfer trete, ja, und der dann sagt, du, Bur, meinst, wir nehmen hier jeden Deppen, ja, könnte ich auch nur sagen, fair ist fair. Außerdem landet man mit so einer Geschichte natürlich schnell bei den Darwin Awards. Ja. Darwin Awards, kennen Sie? Ja. Ein Preis der amerikanischen Gerichtsmediziner, die jedes Jahr den dümmsten Toten wählen. Ganz im Sinne von Darwin. Darwin hat ja nicht gesagt, der Stärkere setzt sich durch. Nein, der Dümmere stirbt aus. Letztes Jahr, ja, ist ja zum ersten Mal eine Frau, auf den vorderen Plätzen gelandet. Ich weiß zwar nicht, ob das das Ziel der Emanzipation war, aber wie sie von uns gegangen ist, das hat fast was Männliches, finde ich. Das war eine Amerikanerin, die ist mit ihrem Moped gefahren, bei Hochwasser. Die Leute haben ihr zugerufen und sie gewunken, ne, und sie wurscht weiter. An den Warnschildern vorbei. Die Polizei hat sich hier in den Weg gestellt. Es war egal. Sie einfach weiter mitten in den reißenden Fluss. Die Feuerwehr wirft ihr ein Seil zu, zieht sie wieder raus. Und was macht sie? Springt noch mal rein, um ihr Moped zu retten. Und dabei ist sie dann gestorben. Das ist schon fast ein bisschen männlich, oder, in der Denkweise? All-time-favorite bleibt natürlich der brasilianische Pfarrer vor 2 Jahren. Der wollte auf seine Gemeindearbeit aufmerksam machen und hat sich etwas Spektakuläres ausgedacht. Er hat sich auf einen Stuhl gesetzt und dann 40 Helium-Luftballons daran gebunden. Und dann ist er abgehoben. Es funktioniert. Er hatte sogar alles dabei. Ne? Eine Decke, weil es kalt wird, ein bisschen was zu essen, zu trinken und sogar einen Peilsender, mit dem man ihn finden konnte. Das Problem ist, der stärker werdende Wind hat ihn dann aufs offene Meer rausgetrieben, wo er auch trotz Peilsender nicht mehr geortet werden konnte. Eine Zeitung hat dann geschrieben, Pfarrer besucht seinen Chef. Ich hab mir dann, als ich das gelesen habe, gedacht, ist das nicht eigentlich ein heiliger Stuhl? Und ist ein solcher Tod eines Pfarrers, ist das nicht eigentlich vielmehr so eine Art Rückrufaktion? Na, es gibt einfach blöde Gründe abzutreten, aber er bleibt in Erinnerung. Und das ist ja auch schön, den zukünftigen Generationen ein wenig Freude zu machen. Wie kann man das am besten? Mit der richtigen Grabinschrift. Die sollte auch was Persönliches vermitteln. Ne? Wie könnte das bei manchen Leuten zum Beispiel aussehen? Bei Bill Gates könnte zum Beispiel stehen, Sie haben sich erfolgreich abgemeldet. Bei Angela Merkel vielleicht, das ist aber jetzt mal wirklich alternativlos. Und beim Bahnchef steht natürlich, wenn Rüdiger eine Grube gräbt, fällt er selbst hinein. Ja? In diesem Sinne. In diesem Sinne meine Bitte, lassen Sie sich was Hübsches einfallen. Vielen Dank. Max Uthoff. Mein nächster Gast kommt aus der Schweiz. Er ist sehr elegant, er ist auch sehr fein und er ist auch sehr zynisch. Und er hat auch noch einen Vorteil, er hat mir Schokoladen mitgebracht. Was eigentlich ganz nett ist, der erste Gast, der hat es nicht mir mitgebracht, sondern für das ganze Team. Aber ich habe ihm gesagt, gib's mal schon mal und dann werde ich das gleich verteilen. Hier ist der Andreas Thiel. Herzlichen Morgen, schönen Grüße. Guten Abend. Merci. Ja, wir ärgern uns zurzeit in der Schweiz über Europa. In der OECD wird darüber diskutiert, wie man auf die schweizerische Innenpolitik Einfluss nehmen könnte. Und in Sitzungspausen vermutlich darüber, wie man die schweizerische Außenministerin wieder los wird. Kennen Sie die schweizerische Außenministerin? Micheline Cambiret? Kennen Sie nicht? Seien Sie froh. Mir wäre auch lieber, ich würde es nicht kennen. Aber Sie haben ja selbst einen Außenminister, den Sie nicht mögen. Bei uns in der Schweiz weiß man nie, wovor man mehr bangen soll. Davor, dass Micheline Cambiret irgendwo hingeht oder davor, dass sie wieder zurückkommt. Wo wir Sie gerade hier haben, Frau Cambiret, einige Fragen an Sie. Was machen denn unsere Truppen im Ausland? Oh, denen geht es gut, danke.
Nein, die Frage war, was die da tun. Ach so, die trainieren den Ernstfall. Welchen Ernstfall? Sie trainieren für den Fall, dass sie angegriffen werden. Und wie bereiten sie sich auf einen Angriff vor? Mit Waffen. Und was kann man mit diesen Waffen? Töten? Nein, das ist nicht vorgesehen. Die Waffen dienen nur dem Selbstschutz. Unsere Soldaten schützen nur sie selbst? Sollten die nicht die Schweiz schützen? Das war die ursprüngliche Idee. Aber die Erfahrung hat uns gelehrt, dass im Kosovo niemand die Schweiz angreift. Warum sind unsere Soldaten dann im Kosovo und nicht in der Schweiz? Ach, wissen Sie, in der Schweiz hat das auch schon lange keiner mehr angegriffen. Deshalb haben wir damit begonnen, unsere Soldaten in Konfliktgebiete zu entsenden. Im Kosovo, am Hindukusch oder am Horn von Afrika ist die Chance viel größer, dass sie angegriffen werden. Unsere Soldaten nehmen an Kampfhandlungen teil. Nein, das ist ihnen verboten. Warum? Wir sind neutral. Was machen unsere Soldaten dann in Konfliktgebieten? Sie demonstrieren unsere Neutralität. Und warum müssen sie dort Neutralität demonstrieren? Damit sie nicht angegriffen werden. Ich dachte, die bereiten sich auf einen Angriff vor. Ja, aber das ist nur für den Ernstfall. Na gut, und was machen unsere Soldaten, wenn sie tatsächlich mal nicht angegriffen werden? Dann leisten sie humanitäre Hilfe. Worin besteht diese Hilfe? Sie bauen Schulhäuser, Wohnhäuser, Wasserleitungen, provozieren unsere Soldaten im Kosovo nicht Arbeiterunruhen, wenn sie den Einheimischen die Arbeit wegnehmen. Deswegen sind sie ja bewaffnet. Bei uns in der Schweiz stehen ja Gott sei Dank zurzeit neue Bundesratswahlen an. Wir dürfen zwei Bundesräte ersetzen, zum Glück. Aber nun wird in der OECD darüber diskutiert, wie man auf die schweizerische Bundesratswahl Einfluss nehmen könnte. Und gerade Barack Obama betonte die Wichtigkeit einer breiten Abstützung auf Minderheiten. Wobei Obama davon ausging, dass es sich bei der Bundesratswahl um eine Sammelklage handelt. Nicolas Sarkozy forderte gleich 7 französischsprachige Bundesräte und drohte sogar damit, den Flugzeugträger Charles de Gaulle vom Trockendock auslaufen zu lassen. Kennen Sie den Flugzeugträger Charles de Gaulle? Die Franzosen haben einen einzigen Flugzeugträger. Den Flugzeugträger Charles de Gaulle. Jedes Mal, wenn in dieser Welt ein Konflikt ausbricht, dann liest man in französischen Zeitungen ganz große Schlagzeile: Flugzeugträger Charles de Gaulle verlässt Trockendock Richtung Persischer Golf oder was es dann auch immer ist. Und immer 3-4 Tage später liest man eine kleine Agenturmeldung: Flugzeugträger Charles de Gaulle mit Motorschaden oder gebrochener Schiffsschraube zurück ans Trockendock. Der Flugzeugträger Charles de Gaulle hat noch nie ein Konfliktgebiet erreicht. Das war, ich verfolge das nun schon seit Jahren. Wie das erste Flugzeug auf dem Flugzeugträger Charles de Gaulle gelandet ist, ist es auf der anderen Seite ins Wasser gefallen. Das ist kein Witz. Die Franzosen sind so lustig. Nun, Nicolas Sarkozy droht der Schweiz also mit dem Auslaufen des Flugzeugträgers Charles de Gaulle vom Trockendock. Die israelische Delegation empfiehlt der Schweiz, die Minderheitenkantone mit Artilleriefeuer zu belegen und anschließend neu zu besiedeln. Worauf Nicolas Sarkozy Israel mit dem Auslaufen des Flugzeugträgers Charles de Gaulle vom Trockendock drohte. Es sei denn, man hätte einen Beschluss des UNO-Sicherheitsrates, dann würde sich Frankreich selbstverständlich am Artilleriefeuer beteiligen. Deutschland sprach sich gegen Artilleriefeuer aus, zeigte sich aber interessiert an einer anschließenden Neubesiedlung der Schweiz. Russland bot einen Erfahrungsaustausch an über Artilleriefeuerbelegung von Minderheitengebieten. Die Italiener boten in einer Sitzungspause Auftragsmorde an. Worauf die Israeli Auftragsmorde in Kombination mit Artilleriefeuer anboten. Die USA forderten eine Überwachung der Kantone im Osten. Frankreich drohte den Kantonen im Osten mit dem Auslaufen des Flugzeugträgers Charles de Gaulle vom Trockendock. Und Deutschland forderte vielmehr einen Wiederaufbauplan für die Kantone im Osten. Nachdem ein Schweizer Diplomat erklärt hat, dass es in der Schweiz um die Regierungsbeteiligung von Minderheiten gehe, wovon sowohl Türken wie auch Israelis sofort abrieten, beschäftigte man sich dann doch eher mit mathematischen Aspekten von Wahlverfahren und kam zum Schluss, dass die ideale Volksvertreterin und Bundesrätin eine türkischsprachige, blonde, jüdische Homosexuelle aus dem Tessin wäre.
Nach der Verabschiedung einer gemeinsamen Schlusserklärung bot Nicolas Sarkozy der Schweiz noch einen Flugzeugträger zum Kauf an. Mit dem Vorschlag, diesen künftig bei Gefahr unter dem Namen Michelin Camiret am Horn von Afrika kreuzen zu lassen. Da die Schweiz gar keine eigenen Flugzeuge mehr hat, verzichtete man auf den Kauf des Flugzeugträgers und beschloss stattdessen, das Trockendock nach der Außenministerin zu benennen. Guten Abend. Andreas Thiel. Danke schön. Danke. Bravo. Bravo. Die Franzosen haben es mit Charles de Gaulle, die Schweizer haben es mit dem Minarett. Und die Deutschen, ich wollte wissen, ob die Deutschen wirklich stolz sind, deutsch zu sein. Bitte schön. Heute mein Thema, stolz, deutsch zu sein. Darf man noch stolz sein, Deutscher zu sein? Ja, natürlich. Warum? Ja, weil ich bin ich stolz drauf. Warum nicht? Ja, einfach bin ich stolz drauf. Einfach. So. Ja, ne? Was soll ich davon viel erzählen? Das sagen Sie mir immer. Kann ich ja gar nicht. Ich bin da stolz auf und alles und drum und dran und fertig, ne? Ja, aber die Redaktion will Erklärung. Ja, oder? Ja, klar. Ja, na, der Deutsche ist fleißig, diszipliniert und gehorsam. Ja. Ist das angeboren? Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Sind Sie stolz, deutsch zu sein? Nee. Nicht? Nee. Alles Banditen? Alles Banditen. Jeder Unternehmer, alles Banditen. Ich wusste, mit Ihnen kriege ich es nicht hin. Was, das mit Kindern? Mit Ihnen kriege ich es nicht hin. Nee, ja, aber mit Kindern auch. Das, die Deutschen, die machen keine Kinder mehr. Das liegt nicht an den Frauen, das liegt an den Schwulen. Die werden immer mehr. Ja? Die werden immer mehr. Wo kommt das? Wir haben doch schon zwei Bundestagspräsidenten, die schwul sind. Wir haben hier den schwulen Bürgermeister. Wir haben eine schwule Partei. Wir haben eine lesbische Bundeskanzlerin. Was wisst ihr denn noch? Ja, sag mal, ein bisschen blöde, dass du das nicht weißt. Weißt du das nicht? Ne? Mann, 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 Mann. Seid ihr dumm vom Fernsehen? Der Deutsche lebt kultiviert. Er ist ein ordentlicher Stamm auf Deutsch. Ein ordentlicher Stamm ist er, der Deutsche, kultiviert. Und das ist doch schon sehr gut. Darauf bin ich stolz. Und geistreich ist er auch im Durchschnitt. Alles, was erfunden wird, hat der Deutsche erfunden. Meine Damen und Herren, auch bei Ihnen zu Hause, ich möchte mehr und mehr Ihnen ein bisschen französisches Flair vermitteln. Weil es gibt immer wieder Dinge, die ich nicht verstehe in Deutschland. Zum Beispiel, das letzte Mal, wo ich in Saarbrücken war, das ist ein bisschen her. Ich hatte gedreht und den ganzen Tag, wir waren im Wald und am Abend hören wir die Nachrichten und dann hieß es, Monsieur Köhler ist zurückgetreten. Voilà. Und das ganze Team, die waren komplett geschockt. Der Bundespräsident ist zurückgetreten. Wir sind jetzt ohne Präsident. Waren geschockt. Die Franzosen würden davon träumen. Ich verstehe nicht. Das ist vrai. Aber die waren geschockt und die sagten, ouais, man kein Präsident. Ja, natürlich, man wusste auch noch nicht, warum er zurückgetreten ist. Er ist nicht mal besoffen durch Hannover gefahren. Aber gleich, was ich mich frage, ist, wozu brauchen Sie einen Bundespräsident? Hat jemand eine... Ah, es ist noch keine Antwort zu machen. Ich möchte, wozu brauchen Sie einen Bundespräsident? Monsieur Le Kind, hätten Sie eine Antwort zu dieser Frage? Weil wir haben ein Kind heute in dem Publikum. Wozu braucht man einen Bundespräsident? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe Zeit. Dann fragen wir die Mama, wozu, Mama, brauchen wir einen Bundespräsident?
Keine Ahnung. Ja, voilà. Jetzt verstehe ich Sie wieder. Wozu brauchen Sie in Deutschland einen Bundespräsident? Ich habe keine Ahnung. Also, weil jetzt haben Sie, wie heißt er, Christian Wulff, zum Repräsentieren. Also, das ist immer die Antwort, die ich kriege. Zum Repräsentieren braucht man... Weil Christian Wulff repräsentiert Sie jetzt. Selber schuld. So. Na, Sie hätten jemand anders nehmen können. Ich weiß nicht, jemand, der wirklich präsent ist. Sarrazin. Sarrazin als Bundespräsident, das hätte, wenn schon 18% für ihn wählen würden, was ist los jetzt, meine Damen und Herren, jetzt? 18% würden Sarrazin wählen, aber ich würde Ihnen eher vorschlagen, Sarrazin für DSDS als Kandidat zu stellen. Deutschland sucht den Superarsch. Dann nehmen Sie Sarrazin oder anderer Vorschlag, Sie nehmen als Bundespräsident Nicolas Sarkozy. Also geschenkt, das ist überhaupt kein Problem. Also wir machen das aber wirklich sehr gerne. Putain, Nicolas Sarkozy. Für die, die sich für Frankreich nicht interessieren, Nicolas Sarkozy, das ist der Kleine. Der immer auf die Zehenspitzen geht, wenn er Angela Merkel einen Handkuss gibt. Das ist mein Präsident. Bald ist er, sehr, sehr bald, er ist G20-Präsident. Oh, la, 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 la. Aber das macht mich Sorgen, sage ich ganz ehrlich. Weil ich habe immer noch in Erinnerung diese alte G8-Gipfel. Sie wissen noch, wo er komplett betrunken war? Alle haben gesagt, ah, oh, Boris Jelzin ist wieder da! Sie lachen, aber das hätte auch schlimm sein können. Na, ein Glas mehr und dann hätte Elsass-Lothringen wieder zu Deutschland gehört. Es geht weiter mit Max Uthoff. Es ist so ein gutes Gefühl. Oder? So ein gutes Gefühl. Ich meine, wir werden konsequent regiert. Ist das nicht ein gutes Gefühl? Jetzt gucken Sie nicht so. Mir ist schon klar, dass sich das auf den ersten Blick nach außen anders darstellt. Ne? Angela Merkel schaut eigentlich nur noch zu, wie die unteren Chargen, diese ganzen Papierstauentferner von CSU und FDP, sich gegenseitig das Messer in den Rücken rammen. Rufmord gilt ja in der Koalition inzwischen als natürliche Todesursache. Und die SPD, der Bund der Verbliebenen? Sigmar Gabriel steht für den rechten Flügel der Partei, Andrea Nahles für den linken Flügel. Er gibt zusammen das traurigste halbe Hähnchen, das man sich vorstellen kann. Aber hinter dieser zerrütteten Politikfassade, da wird Politik gemacht, die einer inneren Logik folgt. Einer brutalen Logik zwar, aber immerhin. Schauen Sie die Entscheidung zum Sparpaket. Beim Sparpaket, da wird bei den Ärmsten der Armen zugeschlagen. Und das ist aus der Sicht der Regierenden absolut logisch, denn es ist ja ihr bester Schutz. In diesem Land wird immer bei denen gespart, die sowieso kein Geld haben, sich eine Waffe zu kaufen. Und bei der Bildung, Ministerin Schawan, die will keine breitere Bildung für alle. Nein, sie möchte einen kleinen winzigen Prozentsatz der Elite fördern. Die ist schlau, die Schawan. Weil auch sie weiß, wenn wir die Jugend heute insgesamt klüger machen, ja, wer soll denn dann in Zukunft die Union noch wählen? Auch die Entscheidung, den Atomausstieg faktisch wieder rückgängig zu machen, das ist einfach in sich logisch. Ne? Also zumindest für die Regierenden. Denn überlegen wir mal, was ist das häufigste Argument gegen Atomkraft? Die Belastungen der nächsten Generationen. Unsere Kinder. Mit dem Argument kommen sie bei Angela Merkel und Guido Westerwelle nicht so wahnsinnig weit. Stimmt. Außerdem ist es schon ein schöner internationaler Erfolg, was Sie heute gehört haben in den Nachrichten. Die UNESCO hat den deutschen Lobbyismus zum Weltkulturerbe erklärt. Auch die Entscheidung von Horst Köhler. Ne? Es mag sein, Alfons hat es angedeutet, dass es wie ein spontaner Abgang aussah, aber stimmt gar nicht. Es war in sich absolut logisch, denn Horst Köhler hatte wenigstens einen guten Grund zum Rücktritt. Er hat ja in einem Interview eine Verbindung hergestellt zwischen Wirtschaftsinteressen und militärischen Auslandseinsätzen und so aus Versehen die Wahrheit gesagt. Und das geht natürlich nicht.
absichtlich lügen, okay. Aber aus Versehen die Wahrheit sagen, das ist einfach unprofessionell. Und wie gut diese Entscheidung doch für unser Land war. Denn, seien wir ehrlich, jetzt haben wir endlich einen Bundespräsidenten, den wir wirklich verdienen. Christian Wulff, er ist ja das Fielmann-Prinzip in der CDU, also fehlerlose Umrandung bei inhaltlichem Nulltarif. Und er ist einer der ganz wenigen Politiker, die keine Profilneurose haben. Das muss man ihm lassen. Ne? Das ist allerdings klar, ne? Weil für Profilneurose brauchen Sie natürlich zunächst mal so etwas wie... Gut, und die Entscheidung, verstehen Sie? Wir haben es gerade gehört, der Bundespräsident hat Repräsentativfunktion. Aber mit Wulff gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, Funktion ist uns auch noch wurscht. Repräsentativ alleine reicht schon. Und an dem Punkt sollten wir alle mal vielleicht unsere Hohlheitssymbole grundsätzlich in Frage stellen, oder? Schauen Sie unsere Nationalhymne da her. Sind des Glückes Unterpfand. Das versteht doch kein Mensch. Da muss man was Einfaches, Griffigeres her. Vielleicht irgendwas, was wir alle gleich mitsingen können hier. Tausendmal regiert, tausendmal ist nichts passiert. Zum Beispiel. Oder? Oder auch unser Bundesadler. Ich bitte, das ist doch ein bisschen martialisch, oder? So ein Adler. Angesichts der Erfolge bei der WM wäre doch eine Bundeskrake auch eine hübsche Variante. Oder unsere Flagge, Schwarz-Rot-Gold. Ja, ist das noch zeitgemäß? Ich bitte Sie, zur Zeit wäre doch eine große gelbe Flagge mit drei schwarzen Punkten. Viel passender. Ne? Ich sag's Ihnen, wir Deutsche, wir müssen in uns gehen. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir können, was wir Deutschen brauchen. Das ist eine Rückbesinnung auf unsere erfolgreichsten deutschen Tugenden. Also jammern, verreisen, Nachbarn verklagen. Oder? Das in den Urlaub fahren, das hat unsere Nation doch groß gemacht. Wir bringen der Welt doch regelmäßig bei, dass es nicht heißen muss, der Weg ist das Ziel, sondern dass es heißen muss, das Ziel ist es, weg zu sein. Und im Urlaub kann man doch auch so schöne Sachen machen. Was macht man am liebsten im Urlaub? Man liest Bücher, wie unser Bundespräsident. Er hat ja verkündet, er würde im Urlaub immer sein Lieblingsbuch lesen, Der kleine Prinz. Ja, ist kein Witz, als Angela Merkel das gehört hat, hat sie ihm ganz spontan auch ihr Lieblingsbuch geschenkt, Die kleine Raupe Nimmersatt. Christian Wulff muss natürlich aufpassen. Ne? Die Angela Merkel hat sich ja mal den Finger verstaucht, als sie das Buch zugeklappt hat, obwohl der Finger noch im Apfel war. Ja. Gutes Gefühl, oder? Vielen Dank. Et voilà, meine Damen und Herren, das ist das Ende von dieser Folge von Alfons und Gäste. Mit dabei waren Max Guthoff und Andreas Thiel. Bravo! Naja. Tschüss.